Ist alles sichtbar, ja, ne? Ja, Okay, wunderbar. fantastisch. Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung und die einleitenden Worte. Also es freut mich sehr, nicht allein des Themas her, sondern auch, weil ich eben schon seit 20 Jahren in Niederlanden wohne und arbeite und mich immer wieder freue, wenn ich auch mal in Deutschland einen Vortrag halten kann und auch auf Deutsch. Also ich habe die Folien auch alle auf Deutsch gemacht. Ich weiß, jeder spricht Englisch, aber es ist für mich auch immer eine Freude, mal wieder was auf Deutsch vortragen zu können. Auch weil ich denke, dass die Rolle Deutschlands, auch der deutschen Politik, in diesem Themenbereich sehr, sehr wichtig ist. Und das macht es für mich auch persönlich sehr wichtig. Und ich freue mich sehr über die Einladung, hier mit Ihnen und euch über dieses Thema sprechen zu können. Um mal zu beginnen, ganz einfach, schwierige Fragen und Diskurse lassen sich einfach nicht mehr vermeiden. Das sind auch Fragen und Diskurse über Geoengineering. Wie man dazu steht, das ist erstmal egal, da kann man viel drüber sprechen. Aber das Thema als solches, denke ich, kann man nicht mehr vermeiden. Es wird von viel zu vielen Leuten darüber gesprochen. Es werden viel zu viele Vorschläge unterbreitet. Es gibt viel zu viele auch Forschungsideen und Forschungsprogramme selbst, dass man einfach nicht den Kopf in den Sand stecken kann. Und darum freue ich mich auch sehr, dass das Umweltbundesamt hier die Initiative ergriffen hat für die Vortragsreihe, aber auch für das REWO-Vorhaben, um hier in eine neue Position, das ist ja nicht neu für das UWA als solches, aber hier eine neue Position zu erarbeiten in einem Themenfeld, was meines Erachtens sehr, sehr, sehr wichtig ist in der heutigen Situation in der Klimapolitik. Um diese Situation noch einmal zu umschreiben, da ist natürlich in UWA weiß, ist das bekannt natürlich, die Klimapolitik ist unzureichend, da gibt es keinen Zweifel drüber. Wir wissen alle nicht, ob die deutsche und die internationale Klimapolitik ausreichen wird, um die Erderwärmung bei 1,5 Grad oder 2 Grad zu begrenzen. Es ist technisch möglich, das ist bekannt. IPCC hat es auch berechnet, was die Notwendigkeiten wären. Aber ob diese Politik auch ausreichend umgesetzt wird, das ist ungewiss. Und auch aus diesem Grunde gibt es zunehmend den Ruf in Teilen der Wissenschaft, vor allem in der US-amerikanischen Wissenschaft, nun Forschung zu erwägen über Gegenintervention in das Klimasystem. Und das heißt häufig Geoengineering oder Climate Engineering. Das ist das Thema von meinem Vortrag. Ganz wichtig, möchte ich auch noch mal betonen, es gibt zwei große Kategorien von Vorschlägen, die hier diskutiert werden. Und die sind eigentlich ganz und gar unterschiedlich. Es gibt verschiedene überlappende Aspekte, auch von der Politik her, von den politischen Problemen her, von den Herausforderungen der Governance her. Aber es sind doch im Wesentlichen unterschiedliche Ansätze, die hier in der Diskussion vorgebracht werden. Der erste Ansatz ist einfach die Idee, das Kohlendioxid aus der Atmosphäre wieder rauszuholen, auf die eine oder andere Methode. Das ist Carbon Removal. Also das reicht vom Anpflanzen von Bäumen im Hintergarten, kleinen Aufforstungsprojekten, reicht das bis hin zu Mega-Installationen im Bereich von Direct Air Capture, also richtig aus der Luft das Kohlendioxid und den Kohlenstoff wieder rauszuholen und das alles irgendwie unter der Erde oder wo auch immer zu abzulagern für alle Zeit. Das ist eine Methode, eine Art von Methode, ein Cluster von Methoden, die sehr, sehr im Kommen sind. Die UWA hat auch schon darüber gearbeitet. Meines Erachtens wird das in der Regel nicht mehr als Geoengineering bezeichnet, sondern eben mit anderen Begriffen, weil es eigentlich auch etwas anderes ist als das Geoengineering im globalen System. Die zweite Diskussionsreihe ist etwas eigentlich ganz anderes. Das ist die Idee, das Sonnenlicht teils, einen Teil des Sonnenlichts zu blockieren, die Sonne to dim the sun. Da gibt es auch wieder ganz verschiedene Vorschläge. Das geht vom Aufhellen von lokalen Wolken bis hin zu Spiegeln im Weltraum, was auch nicht eine ganz und gar absurde Idee ist, wie es klingt. Und da wird auch echt seriös nachgeschaut. Es gibt auch verschiedene Begriffe, die hier gebraucht werden. Das geht von Solar Radiation Management, Solar Radiation Modification, Solar Geoengineering. Verschiedene Begriffe werden gebraucht. Ich soll hier in meinem Vortrag den Begriff Solar Geoengineering hierfür gebrauchen, der auch in den meisten Papers in den letzten 1, 2 Jahren so auch benutzt worden ist. Das heißt auch, dass ich denke, dass der übergreifende Begriff Geoengineering, also ohne eine Qualifikation wie Solar Engineering, dass ein übergreifender Begriff eigentlich nichts mehr bringt. Eigentlich für politische Analysen und Debatten, meines Erachtens auch persönliche Meinung fürs Uber, eigentlich nicht mehr so viel bringt. Man muss es differenzieren, muss richtig gucken, was wird eigentlich genau besprochen. Geoengineering ist vielleicht noch gut für so Ministerrede oder sowas oder für NGO-Kampagnen, aber eigentlich für ein Verständnis der politischen Probleme
und der technischen Probleme sollte man eigentlich viel differenzierter argumentieren. Und das hoffe ich auch, dass wir das in den nächsten 2 Jahren mit dem Uber gemeinsam machen können. Nochmal zur ersten Methode. Da habe ich ein paar Folien drüber. Mein Schwerpunkt soll später auf dem Solar Geoengineering sein. Nochmal zur Kohlenstoff aus der Atmosphäre entfernen. Also wie gesagt, die Methoden schwanken. Das geht von pflanzenbasierten Prozessen bis hin zu direkten Kohlenstoffabscheiden durch industrielle Prozesse. Alles wird diskutiert. Das Problem ist, auch von der politischen Analyse her, dass all diese Ansätze eigentlich nur dann Sinn machen, wenn man sie im großen Maßstab macht. Also mit ein paar Bäumen im Hintergarten kann man nichts erreichen. Man muss es im großen Maßstab machen und das ist dann auch sofort ein Problem für die Politik, um Anreize zu setzen und um mögliche Probleme und Risiken zu regulieren. Ein Problem, das ist eins meines Erachtens der größten Probleme, ist eine Gefahr für die Klimagerechtigkeit. Ich wurde auch gefragt über den globalen Süden in der Anmoderation. Das ist meines Erachtens eine der größten Gefahr, vor allem wenn es um die pflanzenbasierten Prozesse geht, also der Anbau von Plantagen, um dann irgendwie durch großräumige Plantagen Kohlenstoff aus der Luft zu holen, den dann irgendwie unter die Erde zu kriegen. Das würde nach ökonomischen Gesetzen meistens in einem internationalen freien Handelssystem dazu führen, dass man schnell guckt nach den Ländern, wo das Land am billigsten ist, wo die Arbeitskräfte am billigsten sind. Und das kann sehr schnell führen zum Landgrab in Afrika, in Asien, in Lateinamerika und dann dort Landnutzungskonflikte bringen mit den Leuten, die das Land zur Ernährungssicherung brauchen. Da sind sehr, sehr schnell auch postkoloniale Strukturen denkbar, die man auch als Umweltbundesamt, soll ich sagen, mit in Betracht ziehen muss. Und da muss man auch gegen angehen. Es gibt teilweise für solche Methoden auch internationale Regeln, vor allem für die Düngung der Ozeane. Insgesamt möchte ich hier doch sagen, dass alle diese Ansätze Probleme mit sich bringen, aber es sehr davon abhängt, über was man genau redet und auf welchem Niveau man genau darüber redet und dass wir vielleicht hier doch die ein oder die andere Route doch bedenken sollten und zumindest ins Gespräch darüber gehen sollten. Also hier bin ich wesentlich offener für eine Diskussion, als ich später sein werde über Solar Geoengineering. Was man auf jeden Fall berücksichtigen muss von der politischen Ebene, sind 3 Hauptprobleme, also 3 Fragen, die man sich eigentlich stellen, die man eigentlich stellen müsste an all diese Ansätze. Das erste ist eine ganz einfache Frage, wirkt es überhaupt? Also hat es überhaupt einen Impact auf die Klimapolitik? Werden Emissionen wirklich verringert oder werden Probleme, Klimaprobleme, aber auch andere Probleme, nur auf andere Sektoren verlagert, andere Regionen verlagert oder auch andere Generationen verlagert? Wenn man zum Beispiel Kohlenstoff jetzt aus der Luft holt, ihn lagert, aber in 10, 20, 30, 40 Jahren ist der Kohlenstoff wieder im System drin, dann hat man das Problem einfach nur verlagert auf die künftige Generation. Das sind Probleme von Leakages, das sind Probleme für die Biodiversität, wenn es um große Plantagen geht. Das sind Probleme von massivem Bergbau für manche Methoden, wenn man Mineralien einsetzen will, um dadurch Kohlenstoff aus der Luft zu holen. Braucht man, das hat auch der Herr Caldera in seinem Vortrag erwähnt, braucht man also riesige Bergbauanlagen, um die ganzen Mineralien erstmal zu erzeugen. Und auch das, was man so als Fake Implementation nennen kann. Also solche Methoden sind sehr leicht eine Einladung zur Korruption, muss man sozusagen. Dass man einfach sagt, wir haben eine wunderschöne Fabrik mit einer wunderschönen Carbon Sequestration Anlage, aber die müssen natürlich auch alle kontrolliert werden, die müssen auch wirklich funktionieren. Und das ist erstmal ein großes Problem für Global Governance und National Governance. Das Problem der globalen Gerechtigkeit habe ich angesprochen. Das ist bei vielen dieser Prozesse und Ansätze ein großes Problem. Ich sehe es vor allem als ein großes Problem bei allem, was mit Land zu tun hat, mit pflanzenbasierten Methoden zu tun hat. Und das dritte Problem ist für all diese Ansätze sehr, sehr stark, was im Englischen als Mitigation Deterrence bezeichnet wird, ist manchmal nicht der stärkste Begriff. Das ist einfach, dass man das benutzen könnte, wenn man wollte, um die Nutzung von Kohle, Öl und Gas und anderen fossilen Brennstoffen noch zu verlängern. Also man kann mal 10, 20, 30 Jahre länger durch mit der Kohle, mit dem Öl, weil man irgendwie auf irgendeine Methode noch die Kohlenstoff, also den Kohlendioxid, noch aus der Luft holt. Das kann positiv sein in manchen Umständen, aber es kann auch sehr schnell zu einer Verlangsamung führen der Energiewende, der Dekarbonisierung, die wir eigentlich brauchen. Und das ist eines der größten Probleme. Auch da muss man auch als Governance, muss dann auch irgendwie damit umgehen. Jetzt komme ich zum zweiten Teil. Das ist ein bisschen auch der größere Teil meines Vortrags, auch weil ich mich da am meisten mit beschäftigt habe in den letzten Jahren. Das ist die Idee des Solar Geoengineering. Wie ich schon erwähnte, hier geht es darum, einen Teil des einfallenden Sonnenlichts zu blockieren.
Da gibt es jede Menge verschiedene Ideen, also von Spiegeln im Weltall bis hin zur Veränderung von Wolken. Begriffe sind auch sehr unterschiedlich, Solar Radiation Modification, Management oder Engineering. Ein neuer Begriff, den man auch neu hört, der wird von den Unterstützern dieser Technologien sehr gepusht, weil eben Begriffe wie Management oder Engineering immer so ein bisschen schlecht kommen, gerade im politischen System. Und da sagt man jetzt, wir nennen es jetzt Climate Alteration, das klingt ja schon viel netter. Da muss man auch aufpassen, das heißt, praktisch jedes Jahr kommen ja neue Begriffe, da wird das gleiche Konzept in neuen Begriffen auf den Markt gebracht, weil man dann denkt, mit anderen Begriffen kommt man vielleicht so ein bisschen besser durch. Vor allem bei den Regierungen, gerade auch in Entwicklungsländern zum Beispiel, denen die wissenschaftlichen Kapazitäten fehlen, das richtig alles zu folgen. Solche Ansätze können auch lokal sein. Also es wird auch gesprochen über eine lokale Abkühlung vom Great Barrier Reef zum Beispiel, auch die Pole zum Beispiel. Und das ist dann die große Frage, gibt es eigentlich lokales Solar Geoengineering? Hat es nicht auch irgendwelche globalen oder überregionalen Konsequenzen? Werden nicht auch Technologien hier ausprobiert, die dann 10 Jahre später auf dem Erdsystem dann zugewendet werden? Lokal ist auf der einen Seite einfacher, auf der einen Seite weniger problematisch, auf der anderen Seite kann man es auch sehr kritisch betrachten. Und das müsste man auch in all solchen Regelwerken natürlich auch sehr kritisch mitnehmen. Aber am meisten wird Solar Geoengineering diskutiert mit Blick auf das ganze Erdsystem. Und da wird vor allem diskutiert zurzeit der Vorschlag, in die oberen Schichten der Atmosphäre mit Ballons oder Flugzeugen Feinstoff einzuindizieren, um so den Planeten vorübergehend abzukühlen. Das ist dieses Solar Aerosol Injections. Das ist das, was eigentlich am meisten so diskutiert wird. Und die Argumente, das sind viele Argumente, mal die Kernargumente, die man heutzutage so hört, ist das Peak Shaving. Das ist die Idee, dass wir natürlich mit Dekolonisation fertig weitergehen und dass wir irgendwann dann die Spitze erreicht haben, den Peak of Emissions. Und danach geht es alles runter und wir erreichen 1,5 oder was weiß ich, den Null. Dass man den Peak abschneidet, dass man praktisch den Gipfel der Emissionen für so 10, 20, 30, 40 Jahre abschneidet, um in ein oder zwei Generationen, darüber wird so ein bisschen gesprochen, in ein oder zwei Generationen denn die schlimmsten Auswirkungen von Klimaerwärmung mindert und eigentlich uns immer auf 1,5 Grad hält. Das ist ein bisschen die Idee, dass man den auf 1,5 Grad oder irgendwie so ein Ziel die Erderwärmung hält durch solche künstlichen Methoden. Und die andere Idee ist so eine Art Risikoversicherung. Angenommen, irgendwas geht schief, also irgendwie gibt es Prozesse im Erdsystem, die wir nicht richtig verstehen. Bestimmte negative Prozesse gehen schneller oder politisch geht wieder alles schief. Also wir haben eben an die Ukraine gedacht. Es kann auch immer wieder ein Krieg ausbrechen und so weiter und so fort. Und dann für all diese Situationen ist der Vorschlag, wir brauchen in der Schublade ein Geheimplan oder nicht Geheimplan, dass wir in solchen Situationen innerhalb von wenigen Jahren denn Solar Geoengineering machen könnten, um die Erde und die Menschheit noch eben zu retten. Und das schlägt niemand für jetzt vor, aber was sehr stark vorgeschlagen wird, ist die Idee, jetzt mit der Forschung zu beginnen. Also das ist so die Idee, wir müssen jetzt mit der Forschung anfangen, damit wir in 10, 20, 30 Jahren diese Technologien in der Schublade haben, Patente haben und alles ist klar. Und denn wenn die Regierungen oder zukünftigen Generationen solche Technologien bräuchten, dann müssten wir sie jetzt schon erforschen. Das ist so ein bisschen der positive Spin. Und das geht immer stärker in die schleichende Normalisierung rein. Also Normalisierung insofern, dass es eigentlich immer mehr gepusht wird als eine Option der Klimapolitik. Wo Leute so sagen, naja, also wir haben Mitigation, wir haben Adaptation und wir haben Geoengineering. Das sind so drei. Und da kann man auch so ein bisschen die verschieben. Also Mitigation wird zu schwierig, dann machen wir ein bisschen mehr Solar Engineering. Also eigentlich ist der Vorschlag, wir haben drei verschiedene Arten von Klimapolitik, Mitigation, Adaptation und Geoengineering. Man kann dann auch sagen, Geoengineering wird wieder gesplitzt in Carbon Removal und Solar Engineering. Also dann wird gesagt, wir haben so vier verschiedene Methoden und man muss die alle auf den Tisch legen, man muss sie auch vergleichen, analysieren und dann irgendwelche rationalen Beschlüsse machen. Das ist so ein bisschen die Normalisierung. Links sehen Sie den Bericht von der National Academy of Sciences der USA. Die haben jetzt letztes Jahr sich deutlich dazu geäußert. Also nicht die ganze Akademie, sondern eine Kommission dieser Akademie hat diesen Bericht geschrieben, dass man 100 Millionen Dollar investieren sollte in die Erforschung von Solar Geoengineering. Es gab Ideen über Feldexperimente, das bekannteste war auch letztes Jahr geplant im Norden von Schweden, über dem Territorium der indigenen Völker in Schweden, die sich massiv dagegen gewehrt haben.
und auch so massiv gewährt haben. Das ist natürlich auch so ein bisschen ein Public Relations Stunt für Problem dann für die Amerikaner, die es geplant haben. Das war eigentlich ein Experiment von Harvard University. Und da hieß es in den Zeitungen, ja, Harvard University macht jetzt gefährliche, toxische Experimente über indigenen Völkern. Und dann haben sie das Experiment erstmal zurückgezogen. Aber es gab auch andere Sachen. Also in Nature gab es ein Editorial, was vom gesamten Editorial-System, also von Nature getragen wurde, von den Editors, eben Give Solar Geoengineering a Chance. Also es wird immer mehr jetzt gepusht. Es gibt das Paris Peace Forum, kann man auch noch später drüber reden, von Janis Pastor, die es sehr stark pushen. Und im Augenblick wird es sehr stark gepusht in Afrika vor allem, was ich so verstehe. Da gibt es Initiativen, Demand zu schaffen, also die Nachfrage nach solchen Technologien vor allem zu schaffen in Entwicklungsländern. Es ist nichtsdestotrotz immer noch eine Diskussion des Nordens. Also ich habe da eine Forschung zu betrieben, wo wir alle Forschungskonferenzen in dem Bereich diskutiert haben. Wir haben gezählt, wer eigentlich spricht auf solchen Konferenzen, aber noch mehr von solchen Grafiken. Also im Wesentlichen ist es eigentlich eine Diskussion der Amerikaner, der Briten, auch der Deutschen, wobei die Deutschen, die hier mitgezählt werden, sind meistens die Kritiker. Also das ist auch so, das ist, denn da haben sehr viele Deutsche auch in solchen Sachen Vorträge gehalten, aber oft sind es mehr die kritischen Vorträge. Und sehen, der ganze Rest der Welt ist eigentlich nicht dabei. Das ist eine Diskussion eigentlich der angelsächsischen Länder, USA und Großbritannien. So, man sieht, ändert sich so ein bisschen, aber im Wesentlichen kommt es von diesen beiden Ländern. Also Schlussfolgerung, der Süden ist nicht dabei. Es gibt keinerlei Autoren aus dem Süden, das ändert sich so ein bisschen, kann ich auch gerne noch viel darüber erzählen, aber im Wesentlichen ist es aus diesen zwei Ländern, die die Diskussion pushen. Zufälligerweise natürlich auch beides Länder mit sehr hohen Pro-Kopf-Emissionen. Und auch Länder, also gerade in den USA, wo auch niemand so richtig glaubt, dass die Amerikaner eine großartige Energiewende schaffen. Das haben die auch so mit der Zeit von Trump noch und so. Gut, ich sage mal drei Probleme, die ich damit habe und die auch in dem Papier sind, das Dirk Meissner schon erwähnte. Nummer eins ist, die Kenntnis ist einfach unsicher. Wir wissen einfach nicht viel über diese ganzen Technologien. Das heißt, die Risiken und Nebenwirkungen sind nicht verstanden. Es gibt mit Sicherheit unterschiedliche Auswirkungen auf verschiedene Regionen. Das ist in allen Modellen klar. Es ist nicht so, dass die ganze Welt in jedem Dorf, in jeder Stadt irgendwie 0,2 Grad kälter oder wärmer wird oder so. Die Unterschiede sind massiv. Das hängt auch sehr stark ab nach den Hemisphären, wo man es genau macht und dann mit den Polen und so weiter. Man kann es auch beeinflussen. Man kann auch die Wirkung beeinflussen durch die Art, wo man es anwendet. Was auch wieder ein politisches Problem ist. Also will man den Norden abkühlen oder den Süden abkühlen? Das sind alles so Fragen, die nicht so klar sind. Landwirtschaft, Wasser, Nahrungsmittel, das sind jede Menge Risiken, die nicht verstanden sind. Und von der politischen und der politologischen Sicht ist nichtsdestotrotz sicher. Nummer eins, man kann solche Technologien mit wenigen Ländern anwenden. Das ist nicht viel. Also da gibt es bestimmte Berechnungen. Man bräuchte 100 Flugzeuge, also Spezialflugzeuge, 100 Flugzeuge. Die müssten dann rund um die Uhr, müssten die um die Erde fliegen und dann den Schwefel ausstoßen. Das kostet vielleicht so 10 Milliarden Dollar. Das klingt erstmal viel, aber ist eigentlich auch nicht so viel. Ne? Also da wird auch selbst nachgedacht über, dass ein Land das machen könnte. Das muss auch nicht die USA sein, das könnten auch die Chinesen sein. Das können die Inder sein, das kann im Prinzip jeder sein. Das könnte auch ein kleines Land sein, das von irgendwelchen Billionären denn noch Geld dazu bekommt. Es ist relativ billig und die Risiken sind eigentlich immer da. Und doch denke ich, aus Gründen, die ich gleich anführen werde, mehr Forschung ist nicht das Problem. Also es ist nicht die Lösung, dass wir einfach mehr Forschung machen um diese Risiken, weil manche der Probleme und der Gefahren von Solar Geoengineering sind meines Erachtens unlösbar in der heutigen Politik. Und darauf komme ich jetzt zurück. Aber auch eben zur wissenschaftlichen Seite. Das Kernproblem, was ich so sehe, ich bin Sozialwissenschaftler, von meiner Perspektive ist das Kernproblem, es ist ein Experiment mit der Erde. Also sowas zu machen auf planetarer Ebene ist ein Experiment mit der Erde. Was man normalerweise machen würde als Wissenschaftler ist, man hat so eine Modellerde, also die sehen Sie rechts auf dem Bildschirm, man hat so eine Modellerde, da kann man alle möglichen Experimente machen und dann kann man irgendwie, denn wenn alle Experimente gut gelaufen sind, kann man es ausprobieren auf der echten Erde. So würde man das in der Wissenschaft machen, so macht man es allen wissenschaftlichen Prozessen. Problem ist, wir haben nur eine Erde, wir haben keine Spielzeugerde. Das heißt, wir müssen es praktisch den Berechnungen glauben, den Modellen glauben, der Kenntnis der heutigen Wissenschaft glauben und dann das Experiment auf dem Niveau der gesamten Erde machen. Und das führt so ein bisschen, ich vergleiche das mit diesem Film, den ich mit großer Freude im Winter gesehen habe, Don't Look Up, das ist so ein bisschen die Situation. Eine Situation, wo wir alle auf der Erde sitzen, Sie in Berlin und Dessau und wo auch immer. Und es gibt irgendwelche super smarten Wissenschaftler aus Harvard. Es gibt reiche Finanziers aus Silicon Valley. Es gibt so ein paar Militärs. Und noch solche Politiker wie Donald Trump. Und die würden das alles regeln. Und wir müssten praktisch hier warten in unseren Dörfern und Städten und müssten sagen,
hoffen wir mal das Beste. Und wenn wir Pech haben, kommt dann irgendwann mal so ein E-Mail von Harvard, dass sie irgendwann einen Rechenfehler hatten und dann doch was falsch gelaufen ist. Und dann das Risiko ist einfach immer da. Es ist ein Experiment, was wir einfach dann machen würden mit 8 Milliarden Menschen. Das sehe ich als großes Problem. Aber für mich als Politologe ist auch noch ein Kernproblem, dass eine Global Governance auf gerechter und demokratischer Basis von solchen Technologien einfach nicht geht. Da habe ich auch ein paar Folien zu. Ich denke, man kann das einfach im heutigen System, sage ich immer dazu, im heutigen System, man kann natürlich irgendein Weltsystem bedenken, was ganz anders funktioniert, so eine Art Weltregierung, wie auch immer, aber im heutigen System der Vereinten Nationen geht es nicht auf demokratische und effektive und faire Art. Wir müssten als Menschheit eigentlich Entscheidungen treffen über die Intensität des Einsatzes, wie kalt will man es einfach haben, will man 1 Grad weniger, 1/2 Grad weniger, 0,2, 0,3, wie auch immer, für welche Zeit. Wir müssen uns einigen, wo man die Sachen einfach anwendet, wie lange man sie anwendet. Wir bräuchten Garantien, dass es auch immer so weitergeht, weil wenn man mit Solar Engineering anfängt, darf man nicht mehr damit stoppen, weil die Emissionen ja weitergehen oder teilweise so. Man müsste es halt für immer weitermachen. Fragen auch der Haftung sind sehr, sehr zentral. Also angenommen, es geht irgendwo was massiv schief, dass in irgendeinem Land, sag mal in Chile zum Beispiel, dann eine Dürre ausbricht. Wer bezahlt dafür? Wer übernimmt die Haftung dafür? Wie kann man die Ansprachlichkeit, die Verantwortung einfach regeln? Und das sind Probleme, die in der heutigen Klimapolitik absolut nicht gelöst werden. Die Europäer und die Amerikaner weigern sich, die Verantwortung zu übernehmen gegenüber den kleinen Inselstaaten, zum Beispiel in der Klimapolitik. Also Liability und Compensation, das sind toxische Worte, die gibt es nicht. Und sowas zu erwarten in so einem Bereich halte ich für absolut irreal. Und darum denke ich halt, dass eine faire Governance einfach nicht geht im heutigen System. Und das ist besonders wichtig auch für den globalen Süden. Auch wenn die Technologie relativ einfach ist, ist doch klar, also die meisten Länder in den Entwicklungsländern können diese Technologien nicht selbst entwickeln oder sie nicht selbst anwenden. Das heißt, sie werden in gewisser Weise ausgeliefert an die Politik und an die technischen Anwendungsmethoden der reichen Länder, was auch China und Russland und so eins schließen kann. Aber im Wesentlichen wäre es eine ungleiche Machtverteilung. Und manche Länder können diese Technologien zupassen, andere können das nicht. Und wir bräuchten darum irgendwelche Methoden der Teilung von Verantwortung, der Teilung von Macht, der gemeinsamen Kontrolle. Und das würde auch heißen natürlich, dass die Amerikaner zum Beispiel internationale Kontrollen akzeptieren müssten. Also wenn man sagt, wir machen das irgendwie so demokratisch in irgendeiner Form. Die Amerikaner haben nur 4% der Weltbevölkerung. Und sie müssten im Prinzip akzeptieren, dass die anderen 96% eine Entscheidung treffen können. Und das ist sehr, sehr unrealistisch. Also ich denke, gerade die Gerechtigkeitsfragen sind sehr, sehr schwierig zu lösen. Die einzige Lösung, die man sich vorstellen kann, ist eine Art neuer Imperialismus. Und das wird auch von amerikanischen Politologen offen so gesagt. Also offen nicht, niemand sagt das Wort Imperialismus. Da wird gesagt, naja, manche Länder bräuchten ein Vetorecht zum Beispiel. Oder man sagt, wir brauchen einen kleinen Club von Ländern. Wir möchten nicht mit allen Ländern zusammen machen. Das sind im Prinzip imperialistische Denkmuster, die da sehr, sehr stark nach vorne kommen. Die heutigen Vereinten Nationen sind, wie wir alle wissen, ziemlich alt. Also die Charta kommt von 1945, ist seitdem nicht geändert worden, mit kleiner Anpassung bei den Mitgliederzahlen. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat keine Durchsetzungsbefugnisse für solche, war nie dafür gedacht, dass die sowas regeln. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen kann sowas auch nicht regeln, war nie dafür gedacht, um jetzt irgendwie den Planeten abzukühlen durch solche Methoden. Und auch das Klimarahmenprogramm ist nicht in der Lage, so etwas überhaupt zu regeln. War auch nie dafür gedacht. Also solche Institutionen, die wir jetzt haben, sind einfach nicht in der Lage, solche Technologien global zu regeln. Noch nicht die Entwicklung der Technologien und auch nicht die Anwendung der Technologien für 8 Milliarden Menschen. Der UN-Sicherheitsrat wird manchmal erwähnt. Das ist auf einer juristischen, völkerrechtlichen Perspektive ein Gremium, das schon bindende Beschlüsse nehmen kann. Vor allem dann oder eigentlich nur dann, wenn der Weltfrieden und internationale Sicherheit bedroht ist. Und das ist bei Solar Engineering eigentlich sehr, sehr schnell der Fall. Wenn man sagt, das ist die Lösung für Klimaproblem, ist ja eine Bedrohung des Weltfriedens. Oder auch, wenn Sie einige Länder haben, die einseitig damit vorangehen. Andere Länder wollen es nicht. Also es wird nachgedacht, wie macht man mit Counter-Geoengineering? Wenn ein Länder fangen da an, die anderen Länder sind dagegen, werden denn die Flugzeuge aus der Luft geschossen? Gibt es denn irgendwelche Luftgefechte, um das anders zu machen? Gibt es Versuche, die Erde wieder aufzuwärmen, andere Länder zu kalt machen? Das wäre alles eine Frage für den Sicherheitsrat. Aber der Sicherheitsrat ist nicht legitim in meiner Absicht, nicht für solche Sachen und auch nicht wegen des
Vetorecht seit 5 ständigen Mitgliedern. Wir haben es ja letzte Woche wieder gesehen. Das sind 5 Länder, unter anderem auch Großbritannien und Frankreich, aber auch USA, Russland und China, ein Vetorecht haben, eigentlich jegliche Beschlüsse dieses Gremiums verhindern können. Und das ist meines Erachtens keine Basis, um hiermit auf Erdsystemebene Solar Geoengineering voranzumachen. Das ist einfach nicht der Fall. Wir bräuchten andere Institutionen, wir bräuchten andere Methoden, und die haben wir einfach nicht. Und das andere, letzte Problem in dem Bereich ist auch die globale Entscheidungsfindung, dass die Vereinten Nationen, eigentlich alle internationalen Institutionen, die es so gibt, mit kleineren Unterschieden, aber im Wesentlichen heißt es, wir haben das Prinzip der souveränen Gleichheit, jedes Land hat eine Stimme, one country, one vote. Das heißt, dass eben Luxemburg und Liechtenstein und Monaco und Andorra, die haben alle die gleiche Stimme wie China oder wie Indonesien oder wie Indien. Und da gibt es eigentlich kaum Ausnahmen für. Und es ist meines Erachtens unwahrscheinlich, dass wir mit solchen Entscheidungsverfahren Geoengineering managen können. Ich denke, das geht einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es geht. Es müssten denn irgendwelche anderen Systeme erfunden werden und richtig Alternativen gibt es einfach nicht. Also wie sollte man in der Vereinten Nation mit One Country, One Vote Entscheidungen treffen über die Abkühlung der Erde über mehrere Generationen hin. Also müsste über 10, 20, 30 Jahre müsste man so ein Programm machen. Und wer soll das entscheiden mit solchen Methoden? Aber wenn wir Solar Engineering hätten als Technologie, wenn Länder das besäßen, wenn Technologie auf dem Markt ist, wenn die Kenntnis da ist, wie man so etwas macht und die Techniken sind da, die Flugzeuge sind da und so weiter und so fort. Und wir haben kein Global Governance in dem Bereich. Das ist für mich auch eine fürchterliche Perspektive. Das ist den Global, also Solar Engineering ohne demokratisch Global Governance. Und dann haben sie alle Horrorszenarien der Welt, um es mal so zu sagen. Sie haben irgendwelche Übereinkommen von Leuten, die man nicht so unbedingt dabei haben will, wie Putin zum Beispiel. Oder Donald Trump wird wiedergewählt als Präsident. Oder sie haben die Rolle von privaten Akteuren, die jetzt auch schon sehr viel Geld stecken in Forschung zu Solar Engineering. Bill Gates, aber auch andere sind da denkbar. Oder sie haben so ganz kleine Clubs von Ländern, das sehen Sie unten rechts, das ist dann die drei Fahnen des USA, Großbritannien und Australien, die alle so ein bisschen die gleiche Farbe haben, aus historischen Gründen, dass man so kleine Gruppen von Ländern hat, die sowieso schon ständig zusammenarbeiten, dass die dann einfach international sich durchsetzen und solche Methoden pushen, ohne den Rest der Welt gefragt zu haben. Und das ist so ein bisschen denn die Gefahr von Solar Engineering ohne Governance, ohne Institutionen, die funktionieren. Und das ist meines Erachtens ein Ausnahme. Der letzte Punkt in dem Bereich, und den halte ich fast noch den wichtigsten, ist the fossil fuel fantasies. Und das ist die Idee, dass wenn man das weiter erforscht und weiter pusht und weiter darüber redet, dass es die ideale Lösung ist, um es mal so sagen, Fake Solution für die Ölindustrie, für die alle fossilen Brennstoffe, alle möglichen Konzerne, auch Länder, die von fossilen Brennstoffen abhängig sind. Und das ist für die Investitionen, für diese Länder, für deren Eigentum, für deren Markterwartungen einfach denn eine Lösung sein kann, dass man sagen kann, nee, wir können ja noch 10, 20 Jahre weiter durch mit dem Öl, weil 2050 haben wir noch das Geheimprojekt von Harvard über Solar Geoengineering. Weil es ist billig, es wird auch schon drüber geredet, da wird geredet über so ein bisschen, naja, wir können so Cost-Benefit-Analysis machen. Was sind die Kosten der Dekarbonisierung? So Energiewende nach deutschem Muster, was hat das alles gekostet? Und das vergleicht man dann mit 100 Flugzeugen, die man rumfliegt. Die sowieso ständig rumfliegen. Also insofern ist es im Prinzip, kann man sagen, ja, das ist viel, viel billiger, Solar Geoengineering zu machen, als sie mit Energiewende rumzuschlagen. Oder irgendwie dann noch elektrische Autos zu erfinden und so weiter. Oder noch Konsumverzicht, also nicht mehr fliegen und solche Sachen. Das ist viel einfacher, man sagt, aber wir haben so ein tolles Programm und für 100 Flugzeuge und 10 Milliarden Dollar pro Jahr haben wir das Problem gelöst. Das ist ein bisschen was implizit oder nicht explizit in der Diskussion mitspielt. Und meines Erachtens ist das gerade in der heutigen Zeit wahnsinnig gefährlich, wo jetzt also der Druck kommt, der Druck auch kommt vom Uber und anderen Akteuren, wir müssen weiter mit der Energie, wir müssen raus mit dem Öl, wir müssen raus mit dem Gas und so weiter und so fort. Das ist ja ein bisschen so der Druck der Umweltakteure, der Umweltbewegung, auch des Umweltbundesamtes. Und dann kommt jetzt irgendwie Harvard an und sagt, wir haben eine andere Lösung, die viel, viel billiger ist. Und das ist ja nicht zufällig so, dass die Ölindustrie auch die Forschung in Harvard finanziert. Das ist auch, weil also das steht auf deren Berichten drin, das ist kein Geheimnis. Wenn man sich die Berichte anschaut, steht drin, finanziert von BP, finanziert von Shell, finanziert von Chevron und anderen. Also wie genau, das muss man auch gucken, das hängt auch ein bisschen davon ab. Ist auch nicht nur von denen finanziert, aber es ist natürlich für die Ölindustrie faszinierend, darüber mehr nachzudenken, um dann eventuell hier doch 10, 20 Jahre länger noch die Ölfelder bewirtschaften zu können. Darum sage ich und mit meinen Kollegen zusammen,
Wir müssen damit auf jeden Fall aufhören. Wir müssen die Normalisierung von Social Engineering stoppen und wir müssen es jetzt auch tun. Und das ist meines Erachtens sehr wichtig, das auch laut zu sagen, weil die Technik gibt es noch nicht und darum sind sie in der öffentlichen Wahrnehmung auch nicht so richtig da. Das ist so ein bisschen, es ist in der Zukunft und wir haben auch andere Sachen zu regeln und wir müssen uns erstmal um andere Sachen kümmern. Aber meines Erachtens, wir müssen es jetzt stoppen, wir müssen es nicht stoppen, ist es zu spät. In 5 Jahren, in 6 Jahren, in 10 Jahren sind die Prozesse so weit gewachsen, dass es zu spät ist, um die Sachen noch zu stoppen. Und darum haben eine Gruppe von Wissenschaftlern jetzt einen Brief geschrieben im letzten Jahr schon, Nature, to stop soil engineering technology before es zu spät ist. Das ist mit einem Aufruf, einem offenen Brief an internationale, an die Regierung, die Vereinten Nationen und so weiter. Dirk Messner war einer der Autoren davon, hat er selbst auch gesagt, ist kein Geheimnis, ist alles öffentlich herunterladbar. Und wir haben das weiter ausgearbeitet in eine Initiative mit Webseite und allem drum und dran. Das ist ein offener Brief. Der ist jetzt unterzeichnet worden von 300 Wissenschaftlern international, die ihn unterzeichnet haben, an einer Webseite und allem drum und dran. Man kann den auch jetzt noch unterzeichnen, man kann als Institution auch Endorsements machen. Wir haben auch eine Petition gemacht über globalchange.org. Die Idee ist, dass Länder, und das ist auch so ein bisschen natürlich die Hoffnung, auch Deutschland unter anderem, ne, dass Länder sich dazu erklären, bereit erklären zu sagen, wir unterstützen jetzt ein Non-Use Agreement. Also der Vorschlag ist ein Non-Use Agreement, International Non-Use Agreement on Solar Engineering. Das ist dann der Vorschlag. Das heißt nicht, dass es universal sein muss. Es müssen nicht alle Länder dabei sein, weil die Amerikaner es einfach nicht machen werden und nicht sofort machen werden. Das wäre schon ein Abkommen von einigen Ländern und man muss versuchen, viele Länder zu haben. Das können auch erstmal Parlamente sein, das können das Europäische Parlament sein, das können Organisationen sein, die sagen, wir unterstützen das. Wir sind dafür, Non-Use of Solar Engineering zu machen, weil wir glauben an die Dekarbonisierung, wir glauben an Energiewende, wir glauben, dass es anders geht und wir auch glauben, dass es einfach keine Lösung ist. Es ist eine falsche Lösung, es ist eine False Solution, das einfach nichts bringt. Und was genau in dem Abkommen stehen sollte oder könnte, ist natürlich eine große Frage. Wir haben uns auch so ein bisschen versucht zurückzuhalten als Wissenschaftler. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Das ist eine Sache für die Diplomaten. Und ich höre auch, dass verschiedene Mitarbeiter aus den Ministerien hierbei sind. Das ist, also ich sage, Wissenschaftler, das müssen Diplomaten so ein bisschen raussuchen. Aber wir haben so 5 Ideen, hatten wir, was eigentlich da drinstehen sollte. Da haben wir auch viel drüber geredet in unserem Team. Ich habe die jetzt auch auf Englisch gelassen, weil es einfach der Originalton ist, dann wollen wir auch keinen Fehler machen irgendwie. Nummer 1 ist, dass man sagt, die Länder sollten einfach sagen, wir finanzieren solche Forschung nicht mehr durch öffentliche Mittel. Und das heißt im Prinzip, dass das Forschungsministerium oder dass die deutsche Forschungsgemeinschaft einfach sagt, wir finanzieren so ein Zeugs nicht mehr durch unsere eigenen öffentlichen Mittel. Das ist kein Forschungsverbot. Also wenn jemand das noch erforschen will, irgendwie ist es fein. Wir sagen mal Development of Technologies for Solar Engineering. Das ist nicht Klimaforschung, das ist Development of Technologies, sollte nicht unterstützt werden durch National Funding Agencies. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass man Outdoor-Experimente verbietet. Da gibt es also ein bisschen Diskussionen, es gibt so kleine Low-Scale, also mit wenig Impact. Da kann man viel drüber reden, aber im Prinzip soll man sagen, also Outdoor-Experimente werden einfach verboten auf dem eigenen Territorium. Das wäre so ein bisschen was für die Schweden. Das Dritte ist, Patente sollten verboten werden für solche Technologien. Da gibt es auch Vorbilder von. Man darf nicht einfach eine chemische Bombe patentieren und erfinden zum Beispiel, ne? Oder Human Cloning. Jede Menge Sachen darf man nicht patentieren. Und man kann mir nicht erklären, dass irgendein Mensch oder irgendeine Firma ein Patent für Solar Engineering haben dürfte. Ich denke, das sind Technologien, die müssten per Definition, wenn sie überhaupt mal gäbe, müssten sie im internationalen Raum sein. Ein privates Patent eines privaten Akteurs oder kann ich mir einfach nicht vorstellen, das zu haben. Und darum sagen wir, nee, das auch nicht zulassen. Denn natürlich auch logischerweise nicht selbst anpassen, solche Technologien, wenn sie sind, also nicht selbst einführen. Und das Dritte, das ist auch so ein bisschen ein schwieriger Punkt, object to further institutionalization, also diese Technologien nicht weiter unterstützen. Und da denken wir vor allem ans Intergovernmental Panel on Climate Change. Weil wenn dort erstmal das reinkommt als eine klimapolitische Option, kann es sehr, sehr schwierig werden. Da kommt es sehr schnell im Bereich der Cost-Benefit-Analyse und wird dann einfach mitgenommen als eine klimapolitische Option. Und eine Menge von diesen falschen Ideen über Geoengineering werden möglicherweise sehr, sehr stark und dominant. Also darum denken wir, da muss man hier auch vorsichtig sein und in solchen nationalen Organisationen es nach Möglichkeit nicht institutionalisieren. Das ist eine normale Option, weil es eben governance-mäßig gerecht und demokratisch nicht geregelt wird. Das ist sehr, sehr wichtig.
300 Wissenschaftler haben das unterzeichnet. Jeden Tag kommen neue dabei, steht alle auf der Webseite mit sehr, sehr hübschen Fotos. Also das Foto ist auch irgendwie, habe ich es nicht mitgenommen, aber ist ein bisschen höher irgendwie in der Rangordnung. Und wir haben, wie gesagt, auch noch jede Menge andere, auf allen, die das auch unterzeichnet haben. Unter anderem zum Beispiel Friends of the Earth International, a Worldwide Fund of Nature in France und andere, und Greenpeace überlegt was und andere auch. Das geht so ein bisschen weiter. Und wir hoffen, mehr von solchen Unterzeichnern zu haben. Wir gehen auch weiter, wir werden einen Blog aufsetzen, wir machen eine Policy-Brief-Serie und wir wollen richtig so ein Gremium sein, wo man denn über solche Sachen nachdenkt. Mein letzter Folien jetzt, das ist kein Forschungsverbot, darum soll es nicht gehen. Wir wollen nicht die Forschung verbieten, nicht Klimaforschung. Wir wollen nicht am Potsdam-Institut die Polizisten vor die Tür stellen und gucken, was die Jungs da so machen. Und es geht darum, die Technologie, sehr spezifisch Technologien nicht zuzulassen. Und das Modell dafür ist zum Beispiel das Verbot von chemischen Waffen und das Verbot von biologischen Waffen. Und das ist genau so. Sie können jede Menge chemische Forschung machen. Es gibt riesige Forschungserfolge im Bereich der Chemie oder im Bereich der Biologie. Aber was Sie nicht machen dürfen, ist die Entwicklung einer chemischen Bombe. Das eigentlich, wenn man so einen Vertrag unterzeichnet hat, da gibt es internationale Kontrollen drüber. Und so eine Art von Regime stellen wir uns auch hier vor, weil wir auch diese Technologien für so gefährlich halten. Also nochmal zusammengefasst, ich hoffe, dass wir solche Technologien nicht sehen werden. Ich arbeite daran, die Normalisierung solcher Technologien zu stoppen. Es gibt sicherlich auch einige offene Fragen über lokale Anpassungen und so weiter, da kann man auch viel drüber reden. Aber ich denke, diese Planetary Solar Engineering ist der falsche Weg. Bei Carbon Removal kann man noch positiver reden, bei manchen Ideen, wobei ich da auch sehr, sehr viele Probleme sehe. Aber ich denke, das ist jemals ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und dieses Non-Use Agreement würde ich mich freuen, wenn ein paar Länder sich dazu zunehmend aussprechen würden und in die Richtung gehen würden, um das aufzunehmen. Und ich freue mich jetzt auf Ihre Kommentare. Ich höre, es gibt Diskussionen, freue mich. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu lange gesprochen, aber ich hoffe, es war nicht zu schlimm. Okay, das ist ein Bild angefangen. Vielen Dank.